Ja, danke schön. Es sind bis zur Bundestagswahl 181 Tage, also gut ein halbes Jahr. Und wir fanden, das ist ein guter Zeitpunkt, das Spitzenteam zusammenzunehmen und gemeinsam mit den Parteivorsitzenden und der Wahlkampfleitung über die nächsten Aufgaben zu reden. Genauer gesagt geht es um vier Punkte dabei. Erster Punkt, welcher Wahlkampf liegt nach unserer Einschätzung vor uns? Welche Rolle spielt dabei die Linke? Drittens, was sind unsere Ziele? Und viertens, was sind unsere Kernbotschaften dabei? Dazu haben wir uns heute verständigt und ich würde Sie gerne über unsere Ergebnisse informieren. Zum ersten Punkt, was erwartet uns für einen Wahlkampf? Ein Punkt, der mir sehr wichtig ist, wir erwarten einen simulierten Lagerwahlkampf Mainz. Ich gehe davon aus, dass CDU und FDP auf der einen Seite und SPD und Grüne auf der anderen Seite alles versuchen werden, damit eine möglichst große inhaltliche Differenz zwischen diesen beiden Lagern deutlich wird. In der Sache selber muss man feststellen, diese große Differenz ist nicht gegeben, wenn man sich die Kernpunkte anschaut. Banken sollen mit Steuergeld gerettet werden. Dazu später auch noch mal ein extra Punkt. Das Renteneintrittsalter soll steigen. Arbeitnehmer sollen weiter mehr in die Gesundheitskassen einzahlen als die Arbeitgeber und so weiter und so fort. Hier wird deutlich, diese beiden Lager existieren so nicht. Die inhaltlichen Unterschiede sind sehr gering. Und es wird deutlich, hier macht die Linke ganz klar den Unterschied. Zweiter Punkt. Vor uns liegt ein Wahlkampf zum Thema soziale Gerechtigkeit. Weite Teile der Bevölkerung beklagen zu Recht nach Jahren schmerzhafter sogenannter Reform ein Gerechtigkeitsproblem. Alle Bundestagsparteien sind mehr oder weniger gezwungen, damit irgendwie umzugehen und darauf zu reagieren. Das heißt aber auch, in den kommenden Tagen und Monaten sind die Themen auf der Tagesordnung, mit denen meine Partei, die Linke, unmittelbar verbunden wird, die Themen der sozialen Gerechtigkeit. Und wir werden deutlich machen, dass wir in dieser Auseinandersetzung das Original sind. Dritter Punkt. Die Linke wird einen bundesweit einheitlichen Wahlkampf führen. Die Linke ist eine gesamtdeutsche Partei. Was nicht ausschließt, dass wir auf ganz regionale Besonderheiten und auch Erwartungshaltung, nicht nur in Ost und West, aber auch natürlich in diesem Wahlkampf eingehen werden und unsere unterschiedlichen Stärken in Ost und West, in Nord und Süd sehr deutlich zum Ausdruck bringen. Und letzter Punkt zu dieser Frage, welcher Wahlkampf erwartet uns? Wir werden in diesem Wahlkampf auf Angriff spielen. Wir werden keinen Wahlkampf der Demobilisierung führen, so wie das möglicherweise andere tun werden. Ganz vorne an der Spitze Frau Merkel. Wir wollen mit Zuspitzung und auch mit der Auseinandersetzung unmittelbar unsere Wählerinnen und Wähler mobilisieren. Zweiter Punkt, welche Rolle spielen wir in diesem Wahlkampf? Welche Funktion hat die Linke? Da will ich zunächst benennen, dass wir sehr selbstbewusst in diesen Wahlkampf gehen werden und auch guten Grund haben, sehr selbstbewusst in diesen Wahlkampf zu gehen. Beim letzten Mal sind wir von knapp 12% der Wählerinnen und Wähler gewählt worden. Und wir haben in den vergangenen 3,5 Jahren sehr viel erreicht. Mittlerweile reden alle über den gesetzlichen Mindestlohn oder die Begrenzung von Managergehältern. Selbst die CDU tut das mittlerweile. Die Praxisgebühr ist weg. Die Rentenformel ist in der Diskussion, die Hartz-IV-Regelsätze und auch das Thema Leiharbeit. Das ist einem starken Auftreten der Linken, dem Wahlergebnis vom letzten Mal zu verdanken. Und wir werden daran selbstbewusst anknüpfen und deutlich machen, dass es nach der Bundestagswahl darauf ankommt, an diesen Punkten weiterzumachen und es vielleicht auch zu schaffen, dass über den einen oder anderen Punkt nicht nur geredet wird, sondern dass er auch zur Umsetzung gebracht wird. Das heißt, für uns, die Linke wird auch weiterhin den Finger in die Wunde legen. Stichwort Hartz IV. Letzte Woche haben wir 10 Jahre Agenda 2010 in der Öffentlichkeit diskutiert und begangen. Eine ganze Reihe an Politikerinnen und Politikern haben sich dafür gefeiert. Wir haben diesen Tag nicht gefeiert und es gibt in Deutschland eine ganze Reihe an Menschen, die diesen Tag nicht feiern können. Wir werden in dem Wahlkampf auch weiterhin dafür verantwortlich sein, die Debatte zu bereichern mit neuen Ideen. Wir werden deutlich machen, dass wir in unseren Themen dranbleiben, dass wir verlässlich sind in der politischen Auseinandersetzung und bei der Frage, wofür wir gewählt werden. Und natürlich
bleibt für uns zentral, Druck zu machen auf die politischen Entscheider in diesem Land, aus ihren Worten, aus ihren sozial wohlklingenden Worten in diesen Tagen in Zukunft auch Ergebnisse zu produzieren. Das heißt aber auch für die Linke, wir werden die Wählerinnen und Wähler nicht mit Koalitions- und Konstellationsdebatten langweilen und werden keine Diskussion darüber führen, wen wir nicht mögen, wen wir weniger mögen, mehr mögen, wen wir ausschließen für Koalition etc. Diese Diskussion führen wir nicht. Wir führen einen themenorientierten Wahlkampf. Wir haben 8 Botschafterinnen und Botschafter für soziale Gerechtigkeit als unser Spitzenteam nominiert. Mit diesen 8 Persönlichkeiten und vielen anderen werden wir in diesen Wahlkampf ziehen. Sie werden unsere Themen transportieren. Und letztlich werden wir in diesem Wahlkampf deutlich machen, dass der ernste Wille zur Veränderung im Kleinen wie im Großen unsere Grundhaltung prägt. Die Wahlziele für dieses Wahljahr. Wir wollen bei der Bundestagswahl so nah wie möglich an das herausragende Ergebnis von 2009 herankommen. Wir wollen am selben Tag in Hessen zum 3. Mal den Wiedereinzug in den Landtag schaffen. Und wir wollen eine Woche vor der Bundestagswahl einen Achtungserfolg in Bayern erzielen und möglich machen, die Voraussetzungen dafür schaffen, dass wir 2014 flächendeckend bei der Kommunalwahl in Bayern antreten können. Letztlich zu den Kernbotschaften. Die Linke ist und bleibt die Partei der sozialen Gerechtigkeit und des Friedens. Das ist das, womit uns die Leute verbinden. Das ist das, was uns ausmacht. Und das ist das, was wir in diesen Wahlkampf tragen werden. Unsere Agenda ist klar. Sie heißt 100% sozial. Wir treten für gute Löhne und Renten ein. Wir kämpfen gegen Armut. Wir wollen Reichtum umverteilen. Wir geben den Interessen und Erfahrungen des Ostens eine Stimme. Wir sind unbestechlich gegen Kriege und Waffenexporte. Und wir haben eine Vision für den sozialökologischen Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft. Mit diesen Themen verbinden sich ganz konkrete Forderungen, die wir nach vorn stellen. Mindestrente, Mindestsicherung, Mindestlohn, Ostrentenangleichung, Verbot von Waffenexporten, Stromsperren etc. Letzter Punkt zu dieser Frage. Auch darauf legen wir Wert. Das eine hat mit dem anderen zu tun. Und viele Themen sind nur realisierbar und sinnvoll, wenn sie miteinander verknüpft werden. Soziale Politik ist nur möglich, wer auch ernsthaft bereit ist, umzuverteilen in dieser Gesellschaft. Wer zu Letzterem nicht bereit ist, kann auch keine soziale Politik realisieren. Und wir formulieren unsere politischen Forderungen im Konkreten nicht nach dem Motto, wir fordern immer mal ein bisschen mehr als die politische Konkurrenz, damit wir möglichst weit vorn an sind, sondern es gibt gute Gründe für die konkreten Forderungen, die wir erheben. Und so ist die Forderung nach einem Mindestlohn von 10 Euro auch explizit darauf ausgerichtet, sicherzustellen, dass Leute von diesem Lohn leben können und nicht mehr aufstocken müssen. So viel zum Ergebnis dessen, was wir heute im Spitzenteam mit den Vorsitzenden und mir besprochen haben für die nächsten Monate. Natürlich hat das Thema Eurokrise und Europapolitik auch eine Rolle gespielt. Die aktuelle Diskussion zu Zypern und die Entscheidungen, die gefällt worden sind, werden von uns ausdrücklich kritisiert. Meine Partei, die Fraktion im Deutschen Bundestag, wird diese Vorschläge ablehnen. Es ist wieder einmal, diesmal noch mit einer deutlichen Steigerung deutlich geworden. Hier werden keine Länder gerettet, keine Rettungspakete für die Menschen geschnürt, sondern für die Banken. Und wir haben diesmal den Fall, dass für die Banken die Kleinsparerinnen und Kleinsparer, die einfachen Leute, sehr konkret bezahlen müssen. Dagegen werden wir Opposition machen, nicht nur im Fall von Zypern, sondern möglicherweise auch in weiteren Fällen und werden das auch öffentlich deutlich machen mit einem ganz speziellen Motiv, was ich Ihnen zuletzt vorstellen möchte. Hände weg von den Sparbüchern der Kleinsparerinnen und Kleinsparer. Darum geht es in den nächsten Tagen in der Auseinandersetzung. Herzlichen Dank.